bin Nina. Ich möchte schauen, ich bin Schauspielerin. So, alle guten Dinge sind drei. Ja. Hallo, ich bin Nina Mercedes-Rühl, ich komme aus Berlin, das hört man glaube ich auch, und ich bin Schauspielerin. Ich habe 3 Jahre studiert an der Theaterakademie Sachsen, da angefangen und da waren sie dann der Meinung, mir Sprechen beibringen zu müssen. Auch seitdem rede ich Hochdeutsch. Die Aktion startet um 10 Uhr. Wie viel haben wir? 5 Minuten auf null. Alles Roger. Das Zielobjekt nähert sich auf 11 Uhr. Erst um 11 Uhr? Wir starten um 10 Uhr, aber das Zielobjekt nähert sich auf 11 Uhr. Es nähert sich auf 11 Uhr? Ja, die Arena liegt auf 11 Uhr. Also wann schlagen wir zu? Um 10 Uhr. Aber auf 11 oder wie? Ja, die Richtung. Da. Ah, die Richtung, ja. Wie spät ist es jetzt? Um 10 Uhr. Noch eine Stunde, dann schlagen wir zu. Nein! Gleich schlagen wir zu. Wir warten nur noch auf das Zeichen. Dann schlagen wir zu. Wer wird dann Mr. Blue? Das Zielobjekt nähert sich um 11 Uhr. Nicht um! Auf 11 Uhr! Und um? Um 10! Aber auf 11 Uhr von uns aus gesehen. Von ihm aus gesehen liegt das Ziel auf 12 Uhr. Also wie spät ist es jetzt? Es ist jetzt kurz vor 10 Uhr. Das Ziel nähert sich auf 11 Uhr. Aber von ihm aus gesehen auf 12 Uhr. Also um 12 habe ich Mittagspause. Roger. Ich dachte, der ist Mr. Blue. Ich gehe nach Hause. Jetzt warte! Wir ziehen das durch! Wir haben noch eine Stunde. Also ich würde unglaublich gerne im Film und Fernsehen mitwirken. Ich erzähle einfach, warum ich Schauspielerin werden möchte. Warum ich Schauspielerin bin und geworden bin. Ich bin auf der Seitenbühne groß geworden. Meine ganze Familie kommt aus dem Theaterbereich. Und von daher war das für mich von Anfang an irgendwie, als ich so ein kleiner laufender Meter war, schon klar, dass ich irgendwann mal in Richtung Theater, Film, Fernsehen gehe. Also auf jeden Fall Schauspielerei. Weil das einfach, also ja klar, familiäre Seite und dann aber, dass man dann so selber auch kennenlernt, diese Leute, in die Zuschauer in eine Welt zu ziehen und ihnen Geschichten zu erzählen. Boah, ist geil. Es ist einfach nur geil. Ja, das können rund 3 Künstler. In 10 Minuten, das ist ein ganz großes. Ich bin mitten im Meeting. Du weißt, dass ich um diese Zeit nicht mehr kann. Was kann denn so wichtig sein? Hallo, Mama. Entschuldigung, Spitze. Aber du weißt ja, wenn man dir nicht alles hartlein vor dem Nase setzt. Ich weiß. Ich halte dich nicht lange auf. Schön ist das hier. Ja. Man müsste eigentlich viel öfters hierher kommen. Ja. Ah, diese Klimaanlagen, die trocknen immer die Haut so. Kannst du bitte einmal nicht von dir reden? Entschuldige. Ich bin schwanger. Wisst ihr was? Ich bin schwanger, Mama. Aber ihr seid doch gerade erst zusammengezogen. Ich weiß. Und? Willst du es? Ich weiß nicht. Ich... Ach, Spätzchen. Freust du dich? Ja. Ja. Komm, bisschen plötzlich alles. Ja.
Du musst los? Nein, nein, überhaupt nicht. Mein Gott. Ich werde Oma. Wirst du nicht. Wieso? Du wirst keine Oma. Das verstehe ich nicht. Du schenkst mein Enkelkind. Nicht dir. Wer ist meine wahre Mutter? Wann wolltest du es mir sagen, hä? Wenn dein Name auf der Geburtsurkunde steht? Wer verdammt bist du? Und wer bin ich? So habe ich es mir nicht vorgestellt. Das kommt ein bisschen plötzlich jetzt alles, hä? Ich will wissen, wer meine Mutter ist. Mama. Ich muss zum Meeting. Ja, mach das. Du sollst doch jetzt nicht so schwer tragen. Du musst zum Meeting. Ja, aber das bin ich. Spontan, aufgeschlossen, witzig. Ja, ich bin Nina.